Immer öfter finden sich in den Depots der Privatanleger Unternehmensanleihen. Das können Anleihen aus verschiedenen Regionen, aus verschiedenen Branchen, das können niedrigverzinsliche oder hochverzinsliche Papiere sein. Und wir wollen mit Dr. Marc Schott von der Vermögensverwaltung Sand und Schott über den aktuellen Status reden von Unternehmensanleihen, die ja in den vergangenen Monaten auch relativ gut gelaufen sind. Und der ein oder andere könnte sich jetzt ja fragen, der soll ich sie jetzt weggeben oder soll ich sie behalten? Wie ist denn Ihre aktuelle Meinung, Herr Schott, zu Unternehmensanleihen? Unternehmensanleihen sind als Anlageklasse wichtig und spannend. Sie korrelieren wenig oder nicht mit Aktien, mit Staatsanleihen und mit Rohstoffen. Sie haben auf der anderen Seite einen Zinskupon, leisten also auch einen positiven Ergebnisbeitrag im Depot. Und schauen Sie sich seit der Finanzkrise die Unternehmen an. Die Liquiditätspolster sind gestiegen, die Verschuldungsgrade sind gesunken, die Unternehmen haben ihre Hausaufgaben gemacht und mehr Unternehmen gehen auch dazu über, weg vom klassischen Bankkredit, der meistens mit einem Konsortium und vielen Auflagen verbunden ist, und suchen beim Privatanleger ihre direkte Finanzierung. Die Vielfalt an Unternehmensanleihen ist riesig. Ich habe es angesprochen. Es gibt verschiedene Regionen, natürlich gibt es auch verschiedene Themen und so weiter und so fort. Ist es da eher ratsam, trotzdem auf die einzelne Anleihe zu gehen oder kann man sich auch für einen Fonds entscheiden? Also es hängt vom Anleger direkt ab. Es sind so zwei, drei Größen, die entscheidend sind. Das erste ist, wie groß ist das Depot, über welchen Betrag verfügt der Anleger? Es sollten mindestens 10 bis 15 Anleihen im Depot sein, um eine vernünftige Diversifikation zu haben. Wenn man hier deutlich drunter liegt bei der Investitionsgröße, dann sollte man sich den Kauf eines Unternehmensanleihenfonds überlegen. Der zweite Grund, einen Fonds zu kaufen, ist natürlich, man muss, wenn man eine Anleihe kauft, die Zeit investieren. Man muss die Anleihe untersuchen, man muss das Unternehmen untersuchen, man muss die Branche untersuchen, man muss sich eine Meinung bilden, wie passt die in mein Depot zu den anderen Anleihen. Wer diese Zeit nicht hat oder sich das von der Kompetenz her nicht zutraut, der sollte auch nach einem Fonds Umschau halten. Und es ist ja auch nicht immer so einfach, weil die Stückelung nicht entsprechend ist und nicht privatanlegerfreundlich. Welche Stückelungen sind da gebräuchlich? Also im Privatanlegerbereich ist die Tausenderstückelung die gebräuchliche. Im institutionellen Bereich sind Tranchen von 50.000 eher noch 100.000. gebräuchlich, welche häufig dann auch einen besseren Zinskupon bezahlen als für den Privatanleger. Schauen wir doch jetzt mal auf möglicherweise spannende Anleihen oder auf spannende Regionen oder auch Branchen. Welche haben Sie da und vor allen Dingen Ihr Computersystem, denn Sie screenen ja viele, viele Anleihen auch. Was haben die da ausgemacht? Also wir sagen zunächst einmal Finger weg von Restrukturierungen, Projektfinanzierung, Solarenergie, Windenergie. Das ist im Moment einfach viel zu spannend und zu unübersichtlich. Auf der anderen Seite, im soliden Investment-Grade-Bereich hat der Anleger das Dilemma, dass er zwar gute Qualität bekommt, aber keinen Preis dafür. Die Zinskupons unter 5 Jahre sind bei 0,5 bis 1,5%. Das ist einfach keine Rendite für eine Unternehmensanleihe. Wir sind der Meinung, dass im Mittelstandssegment sich sehr attraktive Chancen auftun. Hier werden zum Teil ganz beträchtliche Zinskupons bezahlt von 4 bis 8 bis 9%. Allerdings hat der Anleger hier das Thema, dass er die Spreu vom Weizen trennen muss. Und glauben Sie mir, es gibt leider viel Spreu. Man kann natürlich auch in ausländische Anleihen gehen. Viele selbst deutsche Unternehmen, auch Automobilhersteller, investieren und notieren ihre Anleihen in Auslandswährungen, Australdollar und so weiter. Ist das noch eine Möglichkeit auch, um breit zu diversifizieren? Also natürlich kann man diversifizieren, aber man muss sich ja immer fragen, warum emittiert eine Daimler-Anleihe in norwegische Krone? Die brauchen ja keine norwegischen Kronen, um dort Rechnungen zu bezahlen. Was Daimler rechnet, auf was Daimler spekuliert, ist auf eine weitere Abwertung der norwegischen Krone gegenüber dem Euro. Diese hält der Markt für sehr wahrscheinlich, so ist das Forward Pricing der Krone auch. Also Daimler finanziert sich in der norwegischen Krone trotz eines höheren Zinskupons günstiger als im Euro, weil sie über das Forward Pricing eben diesen Renditevorteil erzielt, der für den Anleger möglicherweise ein Renditenachteil ist über einen potenziellen Kursverlust. Also Diversifikation in andere Währungen ja, aber bitte schauen, wo investiere ich und wie weit ist die Währung bereits gelaufen. Also Fazit, Sie sagen, Unternehmensanleihen sollte man, nein, muss man sogar auch im Sommer 2012 im Depot haben? Wie gesagt, schauen Sie sich an, wo sind Chancen, wo sind die Risiken, wie passt es zu meinem Bedürfnis, zu meinem Risikoprofil und dann natürlich ganz klar, ja, setzen Sie auf einen gewissen Anteil auch mit Unternehmensanleihen. Sagt Dr. Marc Schott von der Vermögensverwaltung Sand und Schott zum Thema Unternehmensanleihen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön, Herr